Guten Morgen. Wie ich auf diesen Spruch komme, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Der ist von Hegel. Ja, das ist, weiß ich nicht, ist mir heute Nacht eingefallen. Es wird lustig werden, muss ich sagen. Es wird nicht allzu lange dauern. Es wird lustig werden, dieses Kurzvideo. Und es wird aber auch sehr spannend werden. Also, kurz zurücklehnen, zuhören. Na dann. Dieser Spruch von Hegel. Der wurde aufgegriffen von Wolfgang Mocker. Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Also Ansichtssache. Und darauf gehe ich dann zum Schluss kurz ein. Und naja, lassen wir es mal, genießen wir es mal einfach, was jetzt kommt. Als ich nachgeguckt habe, bei Google, da gibt es solche schönen Zitate von allerlei Leuten. Und da bin ich auch auf diesen Wolfgang Mocker gekommen. Das klingt so ungefähr wie früher Vogel fängt den Wurm und früher Vogel kann mich mal. Ne? Es wird auch so. Wichtig, die Einsicht in die Notwendigkeit, was die derzeitige Situation angeht. Ja, das sehen wir da alles. Hegel wird auch selber gezeigt. Und auch Leo Tolstoi, alles interessant, alles sehr schön. Aber jetzt mal zu Wolfgang Mocker. Hier Hegel, ne, das hört sich alles sehr gewaltig an. Und ich finde, dieser Spruch wird immer wieder missbraucht. Aber fangt nicht gleich an zu kommentieren, es wird noch spannender. Zu Wolfgang Mocker, ne, das ist er. Und ich werde euch das auch verlinken, gute Zitate. Lohnt sich mal drin zu stöbern und sich das anzutun, weil das ist auch lustig. Lustig. Bloß mal zum Beispiel, was mir mit aufgefallen ist, kein starker Mann muss den starken Mann spielen. Das ist dann wieder von Paul Mommertz. Ich habe gleich mal diesen Link hier genommen und verfolgt. Und der sagte zum Beispiel auch, das Dumme an der weiblichen Logik, sie ist auch noch intelligent. Na, das muss er sehr früh gesagt haben, weil das gilt ja im Moment für bestimmte Politikerinnen nicht. Ne? Das sehen wir ja immer wieder. Okay, liebe Leute, langsam, langsam, langsam. Gehen wir nochmal auf dieses Zitat ein. Ansichtssache. Ja, richtig, Ansichtssache. So, und was ich wirklich auch darüber auf meine Art denke, dass Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit ist, möchte ich mal ganz kurz hier anreißen. Denn es gibt eine gewisse Gefahr und der Gefahr müssen wir ausweichen. Ich habe im Buch geschrieben, die Gefahr für die Denkenden, diese ist leicht einzusehen, wenn man bedenkt, dass sich die Anzahl der Menschen, die vom Staat, also von den Abgaben der Fleißigen bezahlt werden, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ständig vergrößerte. Und genauso habe ich im Buch geschrieben, ich hatte mir vorgenommen, noch viel mehr Beispiele aufzuzeigen, so Gendergerechtigkeit, Black Lives Matter und Co. und so weiter, eine Frühsexualisierung und so weiter. Aber ich lasse es nun genug sein, denn Sie, lieber Leser, werden diese und weitere unangesprochenen Themen selber einordnen und die Schweine an ihrem Gang erkennen können. Viel wichtiger erscheint mir, jetzt etwas gegen die Unbildung und Blödheit zu tun. Die Zeit läuft uns immer schneller davon und die Gefahr, in einer Idiokratie zu enden, wird immer größer. Darum auf zu den Taten. So, Taten. Hier geht es dann weiter, was ist zu tun im Buch, aber darauf kommt es mir jetzt nicht an, sondern jetzt kommt es mir lediglich darauf an, dass ihr diesem Link folgt, den ich hier anfügen werde, denn da kann man in die Videobeschreibung auch mit dem Handy ganz gut gelangen, wer das noch nicht weiß. Das habe ich da beschrieben und ja, da geht es dann auch zu dem Link, wo ich dann direkt auf Telegram sage, was meine Ansicht dieser ganzen Geschichte ist. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und Leute, macht was, aber macht's gut, macht aber wirklich was. Ne? Also, Vollgas, gebt Gas, ran an die Buletten oder was auch immer man sagen kann. Einen schönen Tag, tschüss.